Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Ich hatte letztens von meinen zwei wundervollen Brüder und Schwester, Kerstin und Helmut aus der Frankfurter Gegend, einige Pakete mit Büchern bekommen, worunter in einem der Bücher ein kleines Heftchen war. Das nennt sich Schmalkaldische Artikel. Und ich bin ziemlich sicher, dass viele Leute, die sich heutzutage Christen nennen, überhaupt keine Ahnung haben, was die schmalkaldischen Artikel sind, was der Grund ist, warum sie geschrieben wurden und was da drin steht und von wem sie überhaupt kommen. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich lese mir das mal durch. Ich habe es fast geschafft. Ich bin gelandet auf Seite 53 von in total, wie viel gibt es denn da, 58 Seiten, also ziemlich bis zum Schluss habe ich es bereits durchgelesen. Und ich möchte mir heute mal die Zeit nehmen, euch das Thema dichter beizubringen. Weil das ist ein wichtiges Thema zum Verständnis. Auch zum Verständnis dessen, was Protestantismus ist, wie Protestantismus entstanden ist und wo der Protestantismus für steht und wo die Unterschiede liegen zwischen dem Protestantismus auf der einen Seite und zwischen dem Katholizismus auf der anderen Seite. James Aitken Wiley hat das in seinem 1878 veröffentlichten Buch History of Protestantism, also Geschichte des Protestantismus, so wunderschön formuliert. Aus dem Gedächtnis zitiere ich das, wobei er sagt, Protestantismus ist die Zurückkehr zum wirklich apostolischen Christentum. Ja? Also das Apostolische habe ich jetzt dazu gedichtet. Protestantismus ist die Rückkehr zum Christentum. Aus der Sicht natürlich, dass eben der römische Katholizismus kein Christentum ist. Das kann man da niemals mit verwechseln, wenn man zwei Augen zum Sehen und zwei Ohren zum Hören hat und zwei funktionierende Gehirnzellen hat. Dann kann man den Katholizismus niemals mit Christentum verwechseln. Und deswegen James Aitken Wileys in seiner Einleitung die Geschichte des Protestantismus, womit er sagt, um es kurz auf einen Nenner zu bringen, Protestantismus ist die Zurückkehr zum Christentum. Und damit meint er das wahre Christentum. Nun, die schmalkaldischen Artikel. Bevor ich in das kleine Heft reingehe, möchte ich euch eine kleine Vorgeschichte erzählen. Die schmalkaldischen Artikel sind, abgesehen von den beiden Katechismen, die einzige lutherische Bekenntnisschrift, die aus Luthers eigener Feder stammt. Ja? Im Auftrag des sächsischen Kurfürsten Johann Friedrich verfasst, sollen sie mit Blick auf das für 1537 geplante Konzil in Mantua, das aber erst 1545 in Trient eröffnet wurde, darlegen, was von evangelischer Seite in Verantwortung vor Gott und mit gutem Gewissen um der Liebe willen zur Erhaltung des Friedens und der Einigkeit in der Christengemeinschaft nachgelassen werden könne und was festzuhalten sei. Das waren jetzt die einleitenden Sätze aus der Einführung der schmalkaldischen Artikel. Diese Einführung wurde geschrieben von Martin Hoffmann und die gebrauche ich deswegen, um euch zu erklären. Es geht also darum, dass wir diese schmalkaldischen Artikel als eine Bekenntnisschrift der Protestanten sehen müssen. Und um ein wenig einen historischen Hintergrund über protestantische Bekenntnisschriften zu verfassen, habe ich mir erstmal vorgenommen, euch erstmal eben vorzulesen, was man im Internet zum Beispiel so ganz kurz als Einführung nur kurz findet über zum Beispiel das Wormser Edikt. Ja? Ihr habt ja alle schon mal davon gehört, dass Martin Luther aufgrund seiner verschiedenen Schreiben, die er bis 1520 veröffentlicht hatte, unter anderem das von mir in der Spielliste Luther 2017 veröffentlichte Schreiben an den deutschen Adel christlicher Nation für des christlichen Standes Besserung, von der babylonischen Gefangenschaft. Das sind so die meist herausstechenden Werke, die Luther in der Zeit gebracht hat. Natürlich abgesehen von den 95 Thesen, die er in 1517 an die Kirchentür angeblich geschlagen hat in Wittenberg, was ja den Protestantismus im Grunde erst eingeleitet hat. Also, daraufhin musste Martin Luther in Worms erscheinen, auf dem Wormser Edikt. Und wir lesen hier, das Wormser Edikt war ein Erlass des römischen Kaisers Karls V., in dem am 8. Mai 1521 über Martin Luther die Reichsacht verhängt und die Lektüre und Verbreitung seiner Schriften verboten wurde. Was heißt die Reichsacht? Die Reichsacht heißt, dass er von der römisch-katholischen Kirche exkommuniziert wurde. Ja?
Der Papst Leo X. hat eine Bulle geschrieben, da habe ich im Englischen auch eine ordentliche Sendung drüber gemacht. Exsurge Domini heißt die, das ist der Name der Bulle, mit der Luther exkommuniziert wurde. Und mit der Exkommunikation hängt eben eine Reichsacht zusammen, was sagen will, dass jemand, der exkommuniziert wurde von der römisch-katholischen Kirche in deren Reich, und das war das Deutsche Reich ja damals, ein Vogelfreier ist. Jeder ist frei, diesen Menschen, wenn er ihn sieht, zu töten. Und es ist keine Sünde, um ihn umzubringen. Das muss man ganz deutlich dabei sagen. Es ist keine Sünde nach der römisch-katholischen Kirchenlehre natürlich, die ja anders ist als die christliche Lehre. Ja? Luther sollte selbst von jedermann, der seiner habhaft werden konnte, an Rom ausgeliefert werden. Und es war verboten, ihn zu beherbergen. Und wie bereits gesagt, seine Schriften, seine Lektüre und eine Verbreitung seiner Schriften wurde verboten. Ja. Das Edikt erfolgte, nachdem Luther im Rahmen des Reichstags zu Worms am 17. und 18. April 1521 angehört worden war. Da Luther jeglichen Widerruf ablehnte, solange er nicht aus der Schrift oder aus Vernunftgründen widerlegt würde, erließ Karl V. am 8. Mai das Edikt. Nachdem der Reichstag am 25. Mai zu Ende gegangen war, wurde der Text des Ediktes am 26. Mai von den noch nicht abgereisten Teilnehmern der Reichsstände akzeptiert und danach bekannt gegeben. Bereits am 3. Januar 1521 war Luther durch die päpstliche Bannbulle Decret Romanum Pontificum exkommuniziert worden, und die heißt Exsurge Domine. Nach dem damaligen Reichsrecht zog die Exkommunikation automatisch die Reichsacht nach sich, also was ich gerade eben gesagt hatte. Eine gesonderte Anhörung war jedoch aufgrund der Bestimmungen der Wahlkapitulation von 1519 nötig gewesen. Weiter möchte ich jetzt hier auch gar nicht lesen. Also hier haben wir erstmal in Worms, wo über Luther die Reichsacht verhängt wurde, wo er durch päpstliche Bulle exkommuniziert wurde, vogelfrei gemacht wurde und wo das Lesen und Verbreiten seiner Schriften strafbar gemacht wurde. Dann kommen wir als nächsten geschichtlichen Punkt. Natürlich, inzwischen ist viel passiert. Luther hat unter anderem die Bibel ins Deutsche übersetzt und so weiter. Da halte ich mich jetzt nicht mit auf. Das ist Geschichte, die kennt ihr. Aber wir wollen jetzt mal eben zu dem 1529 nach vorne springen, also 8 Jahre weiter, zu dem Reichstag in Speyer, auch Speyer II genannt. Dieser dauerte vom 15. März bis zum 22. April des Jahres 1529. Es erfolgte die Wiedereinsetzung des Wormser Ediktes, also Wiedereinsetzung oder eine Bestätigung dessen, was ich gerade eben aus dem Worms-Edikt bereits vorgelesen hatte. Und daraufhin fand auf diesem Reichstag die Protestation zu Speyer statt, in welcher die protestantischen Fürsten und Reichsstädte gegen die Verhängung der Reichsacht gegen Martin Luther protestierten. Von dieser Aktion leitet sich der Begriff des Protestantismus ab. Sie verweigerten Ferdinand I. in diesem Zusammenhang jede militärische Unterstützung gegen Johann Zápolya und Süleyman I. im österreichischen Türkenkrieg. Das Wiedertäufermandat ist eine Sammlung von Beschlüssen des Reichstags, die die religiöse Bewegung der Täufer bekämpfen sollte. Und nachdem wir den Reichstag zu Speyer in 1529 hatten, haben wir auch einen Reichstag zu Augsburg in 1530. Dieser Reichstag war ursprünglich für den 8. April, sodann am 1. Mai geplant, verzögerte sich aber erneut. Der Kaiser, also Karl V., zog am 15. Juni in Augsburg ein und eröffnete am 20. Juni den Reichstag. Aus kaiserlicher Sicht waren die Hilfen gegen die Türken und die Lösung der Konfessionsprobleme Hauptthemen. Die Ausbreitung theologischer Diskrepanzen in den jüngsten Jahren belastete die politische Situation im Reich, weshalb der römische Kaiser Karl V. die Reformatoren um Darlegungen ihrer Standpunkte gebeten hatte. Auf diesem Reichstag bemühte sich Philipp Melanchthon, der ja jahrelang immer mit Luther zusammengearbeitet hatte, in zähen Verhandlungen um die Anerkennung des protestantischen Bekenntnisses durch die katholische Seite. Nun, wenn ihr den Film Martin Luther gesehen habt, der von 2004 ist, mit Ralf Fiennes in der Hauptrolle, dann kommt das da nicht so besonders deutlich herum. Aber wenn man Luther seine anderen Schriften kennt, dann weiß man, dass Luther sehr, sehr unzufrieden war mit der Art und Weise, wie Philipp Melanchthon den Protestantismus dem Kaiser auf dem Reichstag zu Augsburg vorgestellt hat. Viel zu weich. Unter anderem hat er zum Beispiel, zwischen Anführungszeichen, vergessen zu erwähnen, dass der Papst der Antichrist ist. Ja, das war natürlich für Luther eine ganz, ganz wichtige Sache. Das hat aber Melanchthon nicht erwähnt. In diesen zähen Verhandlungen hat er Kompromisse gemacht auf seine Seite hin.
Das für die reichsrechtliche Existenz des Protestantismus elementare augsburgische Bekenntnis, das in den wesentlichen Teilen von Melanchthon selbst stammt, wurde nach Akzeptanz durch den Reichstag auch von Martin Luther akzeptiert. Luther konnte sich zu dieser Zeit wegen seiner Reichsacht nicht nach Augsburg wagen und half seinen Freunden von der Feste Coburg aus brieflich mit seinem Rat. Die Augsburger Konfession wurde am 25. Juni dem Kaiser überreicht. Und was ist jetzt die Augsburger Konfession? Im Grunde geht es hierbei um das, was wir auch später in den schmalkaldischen Artikeln lesen. Hier geht es um das Glaubensbekenntnis der Protestanten. Und wie das Glaubensbekenntnis der Protestanten übereinstimmt mit der römisch-katholischen Kirche oder eben auch nicht. Ja? Wie gesagt, die schmalkaldischen Artikel wurden im Auftrag Johann Friedrichs verfasst, also des Fürsten von Sachsen, und sollten mit Blick auf das für 1537 geplante Konzil in Mantua darlegen, was von evangelischer Seite in Verantwortung vor Gott und mit gutem Gewissen um der Liebe willen zur Erhaltung des Friedens und der Einheit in der Christengemeinschaft nachgelassen werden könne und was festzuhalten sei. Nun, von dem Konzil von Mantua haben wahrscheinlich viele Leute noch nicht gehört. Das hat ja auch nicht stattgefunden. Martin Luther wurde auch immer wieder vertröstet. Martin Luther hat ein ganzes Buch darüber geschrieben, von dem Konzilien und der Kirche. Das ist in demselben Buch, wo ihr im Englischen die Lesung von mir findet, gegen das Papsttum oder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet. Ja, das habe ich als deutsches einzelnes Buch, aber im Englischen ist das in einem der lutherischen Werke zusammengefasst. Und da ist vorne, ich glaube, fast 200 Seiten dick über Luther und die Konzilien, wo Luther also davon spricht, dass wir eben ein Konzilium haben sollten, weil Luther war kein Mensch der Trennung. Luther wollte die römisch-katholische Kirche reformieren, weil er nicht verstanden hat, wahrscheinlich bis zum Ende seines Lebens nicht ganz verstanden hat, dass die römisch-katholische Kirche unreformierbar ist. Aber er hat sich dafür eingesetzt, sie zu reformieren. Deswegen nannte man ihn und andere Menschen ja auch die Reformatoren, die also der römisch-katholischen Kirche ein neues Gesicht geben wollten, die sagen wollten, zurück zu der Bibel, ja, zurück zu den, zur Basis, wie man so schön sagt, back to the basics, zurück zu der Basis. Und dieses Konzil von Mantua, das war eine der Städte, mit denen sie hingehalten wurden, um da den Kaiser und den Papst dazu zu bewegen, dieses Konzil zu haben. Nun, der Papst war nicht besonders erpicht darauf, ein weiteres Konzil zu haben, weil er hatte schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Konzil zu Konstanz in 1415. Dort wurden schließlich drei Päpste ihres Amtes enthoben. Ja? Auch eine Geschichte, die ich bespreche in Das Papsttum zu Rom, vom Teufel gestiftet, in dem Buch von Martin Luther. Wenn ihr euch da mehr beschäftigen wollt, lest das Buch oder hört euch meine Lesung an, die ihr in der Abspielliste Luther 2017 finden könnt. Und der Punkt also, den ich hier machen will, ist, dass der Papst eigentlich nie ein Konzil wollte, schon gar kein freies und deutsches Konzil. Und der Kaiser war da auch nicht besonders erpicht drauf, aber hauptsächlich der Papst nicht. Und der hatte dann verschiedene Konzile in Aussicht gestellt. Es gab sogar vorher schon Gespräche, das 1523 zu machen und 1528 oder ich weiß nicht welches Jahr genau, aber verschiedene Daten in den 50er, 20er Jahren. Und in den 1530er Jahren, wo wir hier jetzt von 1537 sprechen, das Konzil von Mantua. Das war bereits so festgesetzt, dass es sich doch immerhin gelohnt hat, diese schmalkaldischen Artikel zu schreiben. Und schließlich und endlich hat aber dieses Konzil in Mantua niemals stattgefunden, sondern erst 1545 das Konzil von Trient. Nun, der Unterschied zwischen 1537 und 1545 dürfte jedem meiner Zuschauer hinlänglich bekannt sein. In 1537 gab es nämlich noch keinen Jesuitenorden. Und in 1545 war der Jesuitenorden bereits seit 5 Jahren von der römisch-katholischen Kirche ordiniert. Das heißt, das Konzil, das hier in 1545 kam, war ein absolutes jesuitisches Konzil. Und hätte das in 1537 in Mantua stattgefunden, gab es noch gar keine Jesuiten.
Mit anderen Worten, die römisch-katholische Kirche fühlte sich durch die Jahre durch den Protestantismus so geschwächt, dass sie sich nicht in der Lage fand, ein Konzil um den Streit beizulegen, einzuberufen. Erst nachdem sie die Jesuiten gegründet hatten, 1540, hatten sie dann 1545 das Konzil zu Trient eröffnet, das in drei Phasen von jeweils einigen Monaten bis zu wenigen Jahren, ich glaube 2, 3 Jahre war die längste Sitzung, lief mit 6 Unterbrechungen oder sowas, oder mit verschiedenen Unterbrechungen bis 1563 jedenfalls. Und in diesem Konzil haben die Jesuiten der römisch-katholischen Kirche ihre Politik aufgedrückt. Und dieses Konzil von Trient ist heute immer noch gültig. All die Verdammungen und Flüche, die gegenüber Protestanten damals ausgesprochen wurden, sind heute immer noch gültig. Die wurden im Zweiten Vatikanischen Konzil, also das Konzil von Ende 1962 bis 1965, das Ökumenische Konzil, geleitet durch Johannes den 23. und dann später durch Paul den 6., als der verstorben war. Da wurde alles, was im Konzil von Trient beschlossen wurde, bestätigt. Nichts wurde zurückgenommen. Ja, hier und da hat die römisch-katholische Kirche eine andere Wortwahl getroffen. Zum Beispiel waren Ketzer jetzt auf einmal separierte Brüder, ja, so wie sie das heute nennt. Aber im Kern hat sich da nichts verändert. Also einfach nur weitere Sophistik und Kasuistik hinzugefügt. Soweit erstmal zur Geschichte und zu dem Konzil von Trient, das übrigens Martin Luther auch nicht besuchen konnte, weil immer noch die Reichsacht über ihn verhängt war, bis zum Ende seines Lebens. Da konnte er nicht hingehen, aber es waren deutsche und anderssprachige Vertreter, aber hauptsächlich deutsche protestantische Vertreter beim Konzil von Trient da. Und wie das ausging, das ist eine ganz andere Geschichte. Da spielt der Bischof von Reggio eine absolut wichtige Rolle in der 17. Sitzung des Konzils. Aber das ist ein Thema für ein anderes Mal. Also fahren wir jetzt mal fort. In der Einführung, die wie gesagt geschrieben ist durch Martin Hoffmann, zu den schmalkaldischen Artikeln. Wir lesen hier: Als die vielleicht schönste Bekenntnisschrift der evangelisch-lutherischen Kirche nach Hans Lilje markieren sie einen deutlichen Einschnitt in der Entwicklung der Reformation. Gegenüber dem Augsburger Reichstag von 1530 hatte sich die Lage verändert. Waren die Evangelischen in Augsburg noch eifrig bemüht, ihre Übereinstimmung mit der alten Kirche nachzuweisen, also der römisch-katholischen Kirche, ist in Schmalkalden der historische Bruch schon vollzogen und die Evangelischen treten erstmals als selbstständig gewordene Kirche der Reformation den Altgläubigen gegenüber, also den römischen Katholiken. Dies bedingt die klarere Sprache und deutlichere Ausdrucksweise. Zugleich sind die schmalkaldischen Artikel ein persönliches Glaubenszeugnis Martin Luthers. Der von Todesahnungen umtriebene Reformator wollte in ihnen der Kirche sein Vermächtnis hinterlassen. Davon schreibt er am Schlusse der Artikel, Zitat: Das sind die Artikel, auf denen ich bestehen muss und ich bestehen will bis in meinen Tod, so Gott will. Und weiß ich darin nichts zu ändern oder nachzugeben. Ende Zitat. Der Kurfürst, also der Kurfürst von Sachsen, Johann Friedrich, hatte den Reformator am 11. Dezember 1536 mit der Abfassung der Artikel beauftragt. Luther machte sich sofort an die Arbeit, wurde jedoch am 18. Dezember durch einen Herzanfall niedergeworfen, sodass er die letzten Artikel vom dritten Teil Artikel 5 an nur noch diktieren konnte. Am 28. Dezember berieten und überarbeiteten die Wittenberger Luther, Melanchthon, Bugenhagen, Jonas und Kruziger Luthers Entwurf zusammen mit Nikolaus Amsdorf aus Magdeburg, Georg Spalatin aus Altenburg und Johannes Agricola aus Eisleben. Zum Zeichen ihrer Zustimmung setzten sie ihre Unterschriften darunter. Melanchthon sicherte seine Zustimmung aber nur mit Vorbehalt. Zitat: Ich, Philippus Melanchthon, halte die obigen Artikel auch für recht und christlich. Vom Papst aber halte ich, und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Satz, vom Papst aber halte ich, Melanchthon,
Wenn er das Evangelium wollte zulassen, das ihm um des Friedens und der allgemeinen Einigkeit derjenigen Christen willen, die unter ihm sind und künftig unter ihm sein möchten, seine Überordnung über die Bischöfe, die er nach menschlichem Recht hat, auch von uns zuzulassen sei. Ende Zitat. Um das mal kurz auf Neudeutsch auszudrücken, Philipp Melanchthon erkennt hier die Souveränität und die Autorität des Papstes über Bischöfe. Etwas, was mit Bibel nicht zu vereinbaren ist. Weil in der Bibel, in der Kirche von Jesus Christus, in seinem Leib, sind wir alle Brüder und Schwestern. Das Bischofsamt ist ein Amt, das von jedem, der dazu geeignet ist, aus der Mitte der Kirche ausgeübt werden kann, und ein Amt, das auch nach Erledigung wieder abgelegt wird. Es berechtigt aber nicht zu irgendwelcher Hierarchie. Und das ist etwas, wo Melanchthon eben ein Verständnisproblem mit hatte, wie ich ja bereits anholte. Das war bei dem Reichstag zu Speyer auch schon der Fall, wo er nicht so deutlich war wie Luther, sondern Melanchthon hat mir durch die Blume gesprochen, wobei Luther die Dinge beim Namen genannt hat. Und hier setzt er eben seine Unterschrift auch nur unter Vorbehalt dazu, wo er eben meint, dass der Papst seine Überordnung über die Bischöfe, die er nach menschlichem Recht hat, auch von uns zuzulassen sei. Also wir sollten auch seine Überordnung über die Bischöfe akzeptieren, nach menschlichem Recht. Ja. Wo bleibt da Gottes Recht, Herr Melanchthon? Vom 10. bis 26. Februar 1537 versammelten sich die seit 1531 im Schmalkaldischen Bund zusammengeschlossenen evangelischen Stände, Fürsten und Städte, um zu beraten, wie sie sich der Konzilseinladung gegenüber verhalten sollten. Diese Versammlung gilt mit Recht als bedeutendste Tagung des Schmalkaldischen Bundes. An ihr nahmen 18 deutsche Fürsten, die Vertreter von 28 Reichs- und Hansestädten und 42 führende evangelische Theologen teil. Hinzu kamen der kaiserliche Vizekanzler Dr. Matthias Held und der päpstliche Nuntius Peter van der Forst sowie Beobachter aus Frankreich und Dänemark. Zu dem Nuntius, da wisst ihr inzwischen von meinen Lesungen, der Nuntius ist der höchste Stellvertreter des Papstes in einem anderen Land. Da der Papst in Italien, in Rom sitzt, ist der Nuntius der höchste Vertreter des Vatikan zu dem Zeitpunkt in Deutschland mit dem Namen Peter van der Forst. Die Verhandlungen der politischen Vertreter fanden im Rathaussaal statt, während die Theologen meist im Hessenhof zusammentraten. Luther selbst hatte zwar am 9. Februar noch in der Stadtkirche St. Georg gepredigt, konnte aber an den Beratungen selber nicht mehr teilnehmen, weil ihn ein heftiges Blasensteinleiden ans Bett fesselte. Die Fürsten begrüßten Luthers Artikel und waren bereit, sie als neue Bekenntnisschrift anzunehmen. Unter Melanchthons Einfluss verweigerten aber die Städtevertreter die Beratung der Artikel. Auf ihr Betreiben hin wurde zunächst nur über das Augsburger Bekenntnis verhandelt. Melanchthon erhielt den Auftrag, sich zur umstrittenen Anerkennung des Papstamtes schriftlich zu äußern. Er legte seine Auffassung im Traktat von der Gewalt und Oberkeit des Papstes dar, der eine unerwartet kompromisslose Sprache redet. Dieser Traktat wurde als Anhang zum Augsburger Bekenntnis von den anwesenden Theologen unterzeichnet. Auf Bugenhagens Vorschlag hin fanden schließlich auch Luthers Artikel die Zustimmung und Unterschrift der in Schmalkalden versammelten Theologen. Traktat und schmalkaldische Artikel wurden 1580 ins Konkordienbuch aufgenommen. Während der Verhandlungstage hatte sich Luthers Gesundheitszustand zusehends verschlechtert. Auch die Bemühungen verschiedener Ärzte brachten keine Besserung. Er fühlte sich dem Tode nahe. Aber da er in der Heimat sterben wollte, reiste er auf einen Wagen gebettet am 26. Februar in Richtung Gotha ab. Nach qualvoller Reise auf unbefestigten Gebirgswegen wurde in Tambach-Dietharz übernachtet. Dort trat in der Nacht, nach dem Abgang eines Blasensteins, eine plötzliche Besserung ein.
Am Morgen des 27. Februar brachte der junge Magister Johannes Schlaginhaufen die freudige Nachricht nach Schmalkalden und ritt mit dem Ruf »Lutherus vivit«, »Luther lebt«, in die Stadt ein. Luther selbst schrieb an seine Frau, »Der fromme Fürst hat lassen laufen, reiten, holen und mit allem Vermögen sein Höchstes versucht, ob mir möchte geholfen werden, aber es hat nicht wollt sein. Gott hat Wunder an mir getan diese Nacht und tut's noch durch fromme Leute Fürbitte.« Nach Zwischenaufenthalten in Gotha und Erfurt traf Luther am 14. März 1537 wieder in Wittenberg ein. Die für die Schmalkaldener Versammlung erarbeiteten Artikel gab Luther 1538 mit einer Vorrede versehen gedruckt heraus. Die schmalkaldischen Artikel gliedern sich in drei Teile. Erster Teil, Artikel, über die es keinen Streit gab. Zweiter Teil, Artikel, bei denen nichts nachzugeben sei. Dritter Teil, Artikel, über die verhandelt werden könnte. Der originale Text mit allen Unterschriften findet sich in der Göttinger Ausgabe der Bekenntnisschriften der Evangelisch-Lutherischen Kirche von 1930 auf Seite 407 bis Seite 468. Im Folgenden, das was jetzt kommt, zitieren wir die dem heutigen Deutsch angeglichene Fassung aus der Martin-Luther-Taschenbuchausgabe Band 2, Seite 240 bis 271 im Berliner Ewer Verlag 1984. So, und dann beginnt das Buch hier mit einer altdeutschen, also Frakturschrift, wo Martin Luther sagt, Artikel so da betten sollen aufs Konzilium zu Mantua oder wo es würde sein, überantwortet werden von unseres Teils wegen und was wir annehmen oder geben sollten, Sünden oder nicht. Und dann fahren wir ein in Martin Luthers Vorrede, die sich mit den schmalkaldischen Artikeln beschäftigt und die ein paar Seiten geht. Darin lesen wir. Weil, und Antichrist füge ich immer eigenmächtig hinzu, das ist meine künstlerische Freiheit, die ich mir beim Lesen erlaube, weil Antichrist Papst Paul III., das ist übrigens der Papst, der die Jesuiten 1540 ordiniert hat, ein Konzil ausgeschrieben hat, das im vergangenen Jahr zu Pfingsten in Mantua gehalten werden sollte und das er danach von Mantua verlegt hat, so dass man noch nicht weiß, wohin er es legen will oder kann, und weil wir unsererseits dafür Vorsorge treffen wollten, dass wir, entweder auch zum Konzil gerufen oder ungerufen, verdammt werden, wurde mir befohlen, Artikel unserer Lehre aufzustellen und zusammenzubringen für den Fall, dass es zu Verhandlungen kommt, worin und wie weit wir den Papisten nachgeben wollen und können und auf die wir endgültig zu beharren und zu bleiben gedenken. Also Luther spricht hier wieder mal in solch verschachtelten Sätzen, dass es manchmal schwerfällt, die richtige Betonung dafür zu finden. Also lese ich diesen Satz eben nochmal. Das ist ein ganzer Satz in einem ganzen Absatz hier. Ja, nochmal zum besseren Verständnis. Weil Antichrist Papst Paul III. Ein Konzil ausgeschrieben hat, das im vergangenen Jahr zu Pfingsten in Mantua gehalten werden sollte und das er danach von Mantua verlegt hat, sodass man noch nicht weiß, wohin er es legen will oder kann, und weil wir unsererseits dafür Vorsorge treffen wollten, dass wir, entweder auch zum Konzil gerufen oder ungerufen, verdammt werden, wurde mir befohlen, Artikel unserer Lehre aufzustellen und zusammenzubringen für den Fall, dass es zu den Verhandlungen kommt, worin und wie weit wir den Papisten nachgeben wollen und können und auf die wir endgültig zu beharren oder zu bleiben gedenken. Dementsprechend habe ich diese Artikel zusammengebracht und den unseren übergeben. Diese sind auch von den unseren angenommen und einmütig bejaht und beschlossen worden, so dass man sie, wenn der Papst einmal mit den seinen so mutig werden sollte, ohne Lügen und Betrügen, mit Ernst und wahrhaftig ein richtig freies Konzil abzuhalten, wie er es wohl schuldig wäre, öffentlich übergeben und als Bekenntnis unseres Glaubens vorbringen soll. Weil sich aber der römische Hof so fürchterlich vor einem freien Konzil fürchtet und das Licht so schmachvoll flieht, dass er auch denen, die zu seiner Partei gehören, die Hoffnung genommen hat, dass er je ein freies Konzil dulden oder gar selbst abhalten wird, worüber sie sich denn, wie billig, sehr ärgern
und eine nicht geringe Belastung empfinden, weil sie daran denken, dass der Papst lieber die ganze Christenheit verloren und alle Seelen verdammt sehen, als sich oder die Seinen ein wenig reformieren und seiner Tyrannei ein Maß setzen lassen will. So habe ich indessen diese Artikel gleichwohl durch einen öffentlichen Druck an den Tag bringen wollen, falls ich eher sterben sollte, als ein Konzil gehalten wird, wie ich sicher erwarte und hoffe, weil die das Licht fliehenden und den Tag scheuenden verworfenen Menschen so jämmerliche Mühe haben, das Konzil aufzuschieben und zu verhindern, damit diejenigen, die nach mir leben und bleiben werden, mein Zeugnis und Bekenntnis vorlegen können, außer dem Bekenntnis, das ich schon habe ausgehen lassen, bei dem ich auch bisher noch mit Gottes Gnade geblieben bin und bleiben will. Denn was soll ich sagen? Wie soll ich klagen? Ich bin noch am Leben, schreibe, predige und halte täglich Vorlesungen. Dennoch befinden sich solche giftigen Leute nicht nur unter den Widersachern, sondern auch falsche Brüder, die zu unserer Partei gehören wollen, die sich unterstehen, meine Schriften und Lehre direkt gegen mich anzuführen und die mich zuhören und zusehen lassen, obgleich sie sicher wissen, dass ich anders lehre. Sie wollen ihr Gift mit meiner Arbeit bemänteln und die armen Leute unter meinem Namen verführen. Was wird doch erst nach meinem Tod werden? Ja. Das ist ein ganz wichtiger oder zwei ganz wichtige Sätze, die Luther hier schreibt. Der Apostel Paulus hat ja schon gewarnt vor dem Abfall, der innerhalb der eigenen Kirche kommen wird. Jesus Christus hat gewarnt vor Wölfen in Schafspelzen, die sich unter die Herde mischen. Und genau dasselbe sagt Luther hier auch. Falsche Brüder, die zu unserer Partei gehören wollen, die sich unterstehen, meine Schriften und Lehre direkt gegen mich anzuführen und die mich zuhören und zusehen lassen, obgleich sie sicher wissen, dass ich anders lehre. Sie wollen ihr Gift mit meiner Arbeit bemänteln und die armen Leute unter meinem Namen verführen. Das ist doch genau das, was die römisch-katholische Kirche macht, die armen Leute unter dem Namen Jesus Christus verführt. Ja? Und mit demselben hatte auch Martin Luther in seiner Umgebung zu kämpfen. Was wird er doch erst nach meinem Tod werden von seinen Arbeiten? Ja, da möchte ich jetzt noch mal kurz drauf zurückgehen. Ich hatte ja diese Lesung gemacht von dem PDF des Professors aus Tübingen, wie ihr euch erinnert, über Martin Luther und sein Verständnis der Bibel und die Bibelübersetzungen und wo ja eben auch das zur Sprache kam von das Buch Martin Luther gegen die Juden und ihre Lügen. Und hier sagt Martin Luther es bereits selber, dass schon zu seinen Lebzeiten seine Arbeit verfälscht wurde. Was wird dann erst passieren, wenn er gestorben ist? Also man muss ganz vorsichtig sein, wenn man solche Arbeiten einfach ungeprüft als von Martin Luther stammend annimmt und vertritt. Ich bin da immer ganz vorsichtig mit solchen Sachen. Es gibt Arbeiten, an denen ist kein Zweifel, dass Martin Luther sie so geschrieben hat, wie zum Beispiel das Buch Das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet, weil das ist Ausdruck seines jahrelangen Kampfes, den er bereits hatte. Und von daher bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass viel Schreiben, die heutzutage ihm zugemünzt wurden, wenn sie nicht teilweise gefälscht sind, dass sie sogar vielleicht komplett falsch waren, wie auch immer. Also ich will jetzt hier nicht Martin Luther seine Werke vergreifen. Ich will nur mal sagen, gerade mit solchem Buch wie Gegen die Juden muss man vorsichtig sein. Und ich habe ja ganz deutlich erklärt, wie Martin Luther zu den Juden damals stand. Und das ist ja auch deutlich geworden aus der Lesung damals her. Aber hier sagt er bereits selbst, sie wollen ihr Gift mit meiner Arbeit bemänteln und die armen Leute unter meinem Namen verführen. Dasselbe, wovor Jesus Christus gewarnt hat, was mit seinem Namen passieren wird. Was wird doch erst nach meinem Tod werden? Martin Luther fährt fort. Ja,
Sollte ich nicht vernünftigerweise alles beantworten, solange ich noch lebe? Ja, andererseits, wie kann ich alleine alle Mäuler des Teufels stopfen, besonders denen, die, weil sie alle vergiftet sind, nicht hören noch merken wollen, was wir schreiben, sondern nur mit allem Fleiß sich anstrengen, wie sie unsere Worte in allen Buchstaben auf schändlichste verkehren und verderben können? Solchen lasse ich den Teufel antworten, oder zuletzt den Zorn Gottes, wie sie es verdienen. Ich denke oft an den guten Gerson. Ja, Gerson ist Johannes Gerson, der lebte zwischen 1363 und 1429, der seit 1395 Professor und Kanzler an der Sorbonne in Paris war und ein einflussreicher Theologe auf dem Konstanzer Konzil war, wo ich ja sagte, das ging zwischen 1414 und 1418, wo Johann Hus unter anderem exekutiert wurde und wo drei Päpste abgesetzt wurden. Ja? Also, an diesen Gerson denkt Martin Luther, der Zweifel hatte, ob man etwas Gutes für die Öffentlichkeit schreiben sollte. Zitat: Tut man es nicht, werden viele Seelen vernachlässigt, die man erretten könnte. Tut man es aber, so ist der Teufel mit unzähligen giftigen, bösen Mäulern da, die alles vergiften und verkehren, so dass die Frucht schließlich verhindert wird. Ende Zitat. Doch was sie daran gewinnen, sieht man deutlich. Denn obwohl sie so schändlich wider uns gelogen und die Leute mit Lügen bei ihrer Partei haben halten wollen, hat Gott sein Werk immer fortgetrieben, ihre Zahl immer kleiner und unsere größer gemacht und sie mit ihren Lügen zu Schanden werden lassen und tut es noch immerfort. Ich muss hier eine Geschichte erzählen. Hier zu Wittenberg war ein Doktor, ein Gesandter Frankreichs, der öffentlich vor uns sagte, sein König sei gewiss und übergewiss, dass es bei uns keine Kirche, keine Obrigkeit und keinen Ehestand gibt, sondern alles durcheinander geht wie das Vieh und jedermann tut, was er will. Nun stelle dir vor, wie werden uns diejenigen am jüngsten Tag vor dem Richterstuhl Christi ansehen, die diese groben Lügen diesem König und anderen Ländern als reine Wahrheit durch ihre Schriften vorgespiegelt haben? Christus, unser aller Herr und Richter, weiß ja sicher, dass sie lügen und gelogen haben. Sie werden umgekehrt sein Urteil hören müssen, das weiß ich für wahr. Gott bekehre, die zu bekehren sind, zur Buße. Für die anderen wird es ewiglich Ach und Weh heißen. Und damit ich wieder zur Sache komme, ich möchte fürwahr sehr gern ein rechtes Konzil sehen, damit doch vielen Sachen und Leuten geholfen würde. Nicht, dass wir seiner bedürfen, also eines Konzils. Denn unsere Kirchen sind nun durch Gottes Gnade mit dem reinen Wort und rechten Gebrauch der Sakramente, mit dem rechten Wissen über alle Stände und rechten Werke so erleuchtet und versehen, dass wir unserethalben nach keinem Konzil fragen und in solchen Dingen von einem Konzil nichts Besseres zu erhoffen oder zu erwarten wissen. Aber wir sehen in den Bistümern überall viele Pfarrämter frei und verlassen, dass einem das Herz brechen möchte. Und es fragen doch weder die Bischöfe noch die Domherren danach, wie die armen Leute leben oder sterben, für die doch Christus gestorben ist. Sollen diese denselben nicht mit sich reden hören, wie den rechten Hirten mit seinen Schafen, wie in Johannes 10, Vers 12 geschrieben steht? Daher grauet mir und ist mir bange, es könne einmal ein Engelkonzil über Deutschland gehen lassen, das uns alle wie Sodom und Gomorra ganz und gar verdirbt, weil wir seiner mit dem Konzil so gottlos spotten. Außer solchen nötigen Kirchensachen wären auch im weltlichen Stand unzählige große Stücke zu bessern. Da ist die Uneinigkeit der Fürsten und Stände, Wucher und Habgier sind wie eine Sintflut eingerissen und vollwertiges Recht geworden. Willkür, Unzucht, Übermut in Bezug auf Kleidung, Fressen, Spielen, Prunken mit allerlei Untugenden und Bosheit, Ungehorsam der Untertanen, Gesinde der Arbeiter, Übervorteilung durch alle Handwerker wie durch die Bauern, und wer kann es alles aufzählen, haben so Überhand genommen, dass man es mit 10 Konzilien und 20 Reichstagen nicht wieder zurechtbringen wird.
Wenn man diese Hauptstücke des geistlichen und des weltlichen Standes, die wieder Gott sind, auf einem Konzil behandelte, würde man wohl alle Hände voll zu tun kriegen, dass man darüber sicher der Kinderei und des Narrenwerkes, den langen Gewändern, den großen Platten, breiten Gürteln, Bischofs- und Kardinalshütten oder Stäben und dergleichen Possen vergessen würde. Hier muss ich mal eben eine kleine Erklärung abgeben. Ja? Luther spricht hier, dass man sich darüber sicher der Kinderei und des Narrenwerkes von langen Gewändern, dabei spricht er hier um den Streit um liturgische Gewänder, ja, zum Beispiel die Alba, ein bis zu den Knöcheln reichendes weißes Untergewand. Großen Platten, damit meint er natürlich die Tonsur, also das Kopfscheren, bis man eine runde Platte noch über hat. Breiten Gürteln, damit ist der gemeint ein um die Alba reich verzierter Gürtel, der darüber über die Alba getragen wird. Und Bischofs- und Kardinalshüten oder Stäben und so weiter. Wenn wir vorher im geistlichen und weltlichen Stand Gottes Gebot und Befehl ausgeführt hätten, wollten wir genug Zeit finden, die Speisen, Kleidung, Platten und Kasel zu reformieren. Kasel, das ist hier das glockenförmige liturgische Obergewand des Priesters, das oft kunstvoll gearbeitet war. Wenn wir aber solche Kamele verschlingen und dafür Mücken sieben, wie wir in Matthäus 23, 24 lesen können, die Balken stehen lassen und die Splitter richten wollen, aus Matthäus 7, Vers 3 bis 5, so können wir wohl auch mit dem Konzil zufrieden sein. Darum habe ich wenige Artikel aufgestellt. Denn wir haben ohnehin von Gott so viele Befehle in der Kirche, in der Obrigkeit und in der Familie auszuführen, dass wir sie nimmermehr ausrichten können. Was soll denn oder wozu hilft es, dass man darüber viele Dekrete und Gesetze auf einem Konzil macht, besonders wenn man die von Gott gebotenen Hauptstücke nicht achtet noch hält? Hallo, das ist ein ganz wichtiger Satz. Ich hoffe, der geht nicht unter in der allgemeinen Lesung. Was soll es denn oder wozu hilft es, dass man darüber, wie viele Dekrete und Gesetze auf einem Konzil macht, besonders wenn man die von Gott gebotenen Hauptstücke nicht achtet noch hält? Wofür sind denn überhaupt diese ganzen Konzilien gut? Jetzt mal gar nicht mal das geplante Konzil von Mantua, das später das Konzil von Trient wurde. Die ganzen Konzile davor. Wofür sind die denn überhaupt gut? Da geht es doch nur um menschliche Auslegung von Gottes Wort. Und Menschen, die das Wort Gottes auslegen in diesen Konzilien, sind leider besessen von einem falschen Geist. Ja? Ganz, ganz wichtig. Also ich glaube, das ist einer der wichtigsten Sätze hier, die wir gerade eben gelesen haben. Wozu hilft es, über Dekrete und Gesetze auf einem Konzil zu sprechen, wenn man die von Gott gebotenen Hauptstücke nicht achtet noch hält? Erst müssen wir uns doch an das Wort von Gott halten. Erst müssen wir uns an das Gesetz von Gott halten und seine Richtlinien, seine Ordination, bevor wir uns streiten können über die menschlichen Richtlinien und Gesetze. Nun, Luther fährt fort. Gerade als müsste er unser Gaukelspiel dafür ehren, dass wir seine ernsten Gebote mit Füßen treten. Gerade als müsste Gott unser Gaukelspiel dafür ehren, dass wir seine ernsten Gebote mit Füßen treten. Aber unsere Sünden drücken uns und lassen Gott nicht über uns gnädig sein. Denn wir tun keine Buße und wollen außerdem noch alle Gräuel verteidigen. Ach, lieber Herr Jesus Christus, halte du selber Konzil und erlöse die Deinen durch deine herrliche Wiederkunft. Es ist mit dem Papst und den Seinen verloren. Sie wollen dich nicht, so hilf du uns Armen und Elenden, die wir zu dir seufzen und dich mit Ernst suchen nach der Gnade, die du uns durch deinen Heiligen Geist gegeben hast, der mit dir und dem Vater lebt und regiert, ewig gelobt. Amen. Wir kommen zum ersten Teil. Dieser erste Teil betrifft den hohen Artikel der göttlichen Majestät. Hier geht es jetzt also um ein Glaubensbekenntnis, ein lutheranisches Glaubensbekenntnis.
über die göttliche Majestät. Erstens, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist in einem göttlichen Wesen und einer göttlichen Natur drei unterschiedliche Personen, ein einziger Gott sind, der Himmel und Erde geschaffen hat und so weiter. Zweitens, dass der Vater von niemandem, der Sohn vom Vater geboren ist, der Heilige Geist vom Vater und Sohne ausgeht. Drittens, dass nicht der Vater noch der Heilige Geist, sondern der Sohn Mensch geworden ist. Viertens, dass der Sohn so Mensch geworden ist, dass er vom Heiligen Geist ohne Zutun eines Mannes empfangen und von der reinen heiligen Jungfrau Maria geboren ist, danach gelitten, gestorben, begraben, zur Hölle gefahren, von den Toten auferstanden, zum Himmel aufgefahren ist und zur Rechten Gottes sitzt, um in Zukunft die Lebenden und die Toten zu richten und so weiter. Wie das Glaubensbekenntnis der Apostel und ebenso des heiligen Athanasius und der allgemeine Kinderkatechismus lehren. So, und hier muss ich jetzt eine kleine Bemerkung angeben. Es passiert wieder und wieder in diesem Schreiben, dass Luther einige dieser sogenannten, zwischen Anführungszeichen, Kirchenväter als Heilige nennt. Das lese ich dann zwar vor in diesem Buch, bin aber manchmal nicht schnell genug dabei, das zu registrieren und zu sagen, zwischen Anführungszeichen. Ja. Diese Heiligen, die Luther hier nennt in diesem Buch, sind keine Heiligen, außer wir sprechen von den Aposteln, Paulus und Petrus und anderen Aposteln. Die sind Heilige. Ansonsten gibt es in der Kirche keine Heiligen. Das ist mal Punkt 1. Und der allgemeine Kinderkatechismus, auf den Luther hier anspricht, das ist also die Auflegung, die Auslegung des apostolischen Glaubensbekenntnisses im kleinen Katechismus. Der Katechismus ist auch ein sehr wichtiges Thema. Und da ich von meinen beiden Freunden Kerstin und Helmut auch den Katechismus geschenkt bekommen habe, aber den großen, werde ich mir auch mal vielleicht die Mühe machen, den auf YouTube zu lesen. Ansonsten kann den jeder für sich selbst lesen. Nur, da muss ich mit beisagen, dass da natürlich sehr viel römisches Gift noch mit drin ist. Das werden wir auch hier in den schmalkaldischen Artikeln noch sehen, wenn wir die weitere Diskussion angehen nachher. Da werden wir viele Dinge sehen, die Luther befürwortet, die absolut katholisch sind und die nicht biblisch gegründet sind. Wie zum Beispiel, ganz wichtiger Punkt, in Luthers Katechismus ist das zweite Gebot gestrichen. Ja? Das zweite Gebot, das wir in der Bibel ja kennen, aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 20. Ich schlage das eben mal auf. Ich habe hier meine Schlachterbibel mit bei. Und da steht als das zweite Gebot, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis in das dritte und vierte Glied derer, die mich hassen. Der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Dieses zweite Gebot ist im römischen Katechismus gestrichen, nicht in der römisch-katholischen Bibel, aber die Katholiken bekommen ja die Bibel nicht in die Hand, die bekommen den Katechismus in die Hand. Dieses Gebot ist ersatzlos und ohne irgendwelche Erklärung gestrichen in dem römischen Katechismus. Luther hat, zumindest in dem großen Katechismus, den ich angefangen habe zu lesen, eine Erklärung abgegeben, wie er das erste und das zweite Gebot miteinander erklärungsmäßig verschmilzt. Ja? Wo also das, wo ich gerade jetzt von den Abbildungen und Idolen und so weiter gesprochen habe, wo er das ganz deutlich in das erste Gebot mit einarbeitet. Warum er sich da nicht ganz einfach an die Bibel hält, wo er ja den Textus Receptus von 1519 von Erasmus zur Verfügung hatte und später noch andere Editionen und halt sagt, ja,
gut, Textus Receptus, Entschuldigung, das ist ja masoretischer Text, das ist ja Altes Testament, aber er hatte ja den masoretischen Text zur Verfügung. Warum er sich da nicht ganz einfach an die originalen Schriften hält, ist mir bis heute immer noch ein Rätsel. Ja, aber einige Dinge bleiben manchmal auch ein Rätsel, warum Leute wie Luther überhaupt noch so viel römisch-katholische Lehre in sich drin haben, obwohl sie so rigoros gegen Rom vorgegangen sind, ihr ganzes Leben lang. Also, das war's zum ersten Teil und eine kleine Erklärung hier über Athanasius, also heilig beschaue ich ihn überhaupt nicht. Er war Bischof der Kirche, und zwar Bischof von Alexandrien und Wortführer im sogenannten arianischen Streit. Also die Arianer sind ja diejenigen, die die Gottheit Jesu Christi geleugnet haben. Ja? Aber trotzdem sehe ich Athanasius, der zwischen 295 und 373 gelebt hat, nicht als einen Heiligen an. Um diese Artikel gibt es keinen Zank oder Streit, also die vier Artikel, die ich gerade vorgelesen hatte. Dass Vater und Sohn und Heiliger Geist in einem göttlichen Wesen und einer göttlichen Natur, drei unterschiedlichen Personen, ein einziger Gott sind. Dass der Vater von niemandem, der Sohn vom Vater geboren ist und der Heilige Geist vom Vater und Sohn ausgeht. Dass nicht der Vater noch der Heilige Geist, sondern der Sohn Mensch geworden ist. Und dass der Sohn so Mensch geworden ist, dass er vom Heiligen Geist ohne Zutun eines Mannes empfangen und von der reinen heiligen Jungfrau Maria geboren ist, danach gelitten, gestorben, begraben, zur Hölle gefahren, von den Toten auferstanden, zum Himmel aufgefahren ist und zur Rechten Gottes sitzt, um in Zukunft die Lebenden und die Toten zu richten. Diese Artikel, um diese Artikel, sagt Luther hier ganz deutlich, gibt es keinen Zank oder Streit, weil wir beiden Parteien diese bekennen. Ja, da ist natürlich Martin Luther in einem Gedächtnisfehler befasst hier. Ja, er meint, da wir beiden Parteien diese bekennen, das heißt also die römischen und die evangelischen, na, das ist ja nicht ganz richtig. Die römisch-katholische Kirche lehrt esoterisch einen anderen Christus als den Christus der Bibel. Ja, aber das ist wieder ein anderes Thema. Diese Sache möchte ich hier dem Martin Luther jetzt mal eben verzeihen. Und weiterhin sagt er hier, diese bekennen. Ja, Luther hatte hier zunächst Glauben und Bekennen geschrieben, strich aber Glauben wieder, weil er bezweifelte, dass diese Artikel in der römischen Kirche recht geglaubt würden. Ja, deswegen hätte er ruhig Glauben und Bekennen nehmen sollen, weil die Römer, die römischen Katholiken bekennen viel, aber Glauben von dem, was sie bekennen, sehr wenig. Also er hätte Glauben und Bekennen stehen lassen sollen. Darum, schließt Luther hier, ist es nicht notwendig, von diesen jetzt weiter zu handeln. Wir gehen in Teil 2 der schmalkaldischen Artikel und dieser Teil betrifft die Artikel, die das Amt und das Werk Jesu Christi bzw. unsere Erlösung behandeln. Dass Jesus Christus, unser Gott und Herr, um unserer Sünden willen gestorben und um unserer Gerechtigkeit willen auferstanden ist, wie wir in Römer Kapitel 4, Vers 25 lesen können, und er allein das Lamm Gottes ist, das der Welt Sünde trägt, wie im 1. Johannes Vers 29 geschrieben, und Gott unser aller Sünden auf ihn gelegt hat, wie wir in Jesaja Kapitel 53, Vers 6 lesen können, ebenso, sie sind alle zusammen Sünder und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung Jesu Christi in seinem Blut, wie wir in Römer Kapitel 3, Verse 3 bis 25 lesen können. Weil dies nun geglaubt werden muss und durch kein Werk, durch kein Gesetz noch Verdienst sonst erlangt oder ergriffen werden kann, ja, weil es ist aus Gnade allein, ist es klar und gewiss, dass allein ein solcher Glaube uns gerecht macht, wie er Römer 3,28 beschrieben ist. Der heilige Paulus spricht, wir halten dafür, dass der Mensch gerecht wird, ohne des Gesetzes Werke, durch den Glauben. Ebenso in Römer 3,26, damit er alleine gerecht sei und den gerecht mache, der an Jesus glaubt. Von diesem Artikel kann man nicht weichen oder nachgeben. Es falle Himmel und Erde,
oder was nicht bleiben will. Denn es ist kein anderer Name den Menschen gegeben, durch den wir selig werden können, spricht der heilige Petrus in Apostelgeschichte 4, Vers 12. Und durch seine Wunden sind wir geheilt, sagt Jesaja in Vers 3, 5 aus dem 53. Kapitel. Und auf diesem Artikel beruht alles, was wir wider den Papst, den Teufel und die Welt lehren und leben. Darum müssen wir dessen ganz gewiss sein und nicht daran zweifeln. Sonst ist alles verloren und der Papst und der Teufel und alles behält wider uns den Sieg und Recht. Der zweite Artikel. Die Messe und was damit zusammenhängt. Nun, bevor wir da in die Messe gehen, möchte ich das Video für heute abschließen mit einem kleinen Kommentar über die Messe. Die Messe, wie sie in der römisch-katholischen Kirche und wie sie auch in protestantischen Kirchen zelebriert wird, ist unbiblisch. Egal, was Martin Luther hier jetzt im Anschluss sagt. Ohne die Messe hat die römisch-katholische Kirche keine Existenzberechtigung. Weil in der Messe vollführt sie den Zauber der Transsubstantiation in, was in der Bibel die Kommunion ist, das Brotbrechen ist, wo Jesus Christus zu uns sagt, nehmt dieses Brot, brecht es und esst es, dies ist mein Leib. Nehmt diesen Wein, trinkt ihn, er ist mein Blut, der für das Neue Testament vergossen wird. Trinkt davon, dies ist mein Blut. Und dies tut in Erinnerung an mich, wie Jesus Christus sagt. Da ist der ganz große Unterschied mit der Transsubstantiation. Da kommen wir dann auch im weiteren Verlauf dieses Buches noch hinzu. Die Messe. Wenn es die Messe nicht gäbe, würde es morgen keine römisch-katholische Kirche mehr geben. Weil die römisch-katholische Kirche baut sich auf babylonischer Tradition, die nur für Opferungen steht. Sie akzeptiert nicht das einmalige, perfekte Opfer, das Jesus Christus für uns am Kreuz geleistet hat. Sie opfert Jesus Christus durch die Transsubstantiation immer und immer und immer wieder. Tausende, wenn nicht Millionen Male am Tag über die ganze Welt verteilt in römisch-katholischen Messen, wo der Priester mit den Worten »Hoc est corpus enim meum« Jesus Christus aus dem Himmel in diese kleine Oblat, in dieses Brot befiehlt und damit die ganze Göttlichkeit, Menschlichkeit, die Seele, der Körper, das Fleisch und Blut Jesu Christi vereint ist in dieser Oblate. Das ist eine absolut antichristliche Lehre, das ist aber absolut babylonische Lehre, die darauf basiert ist, immer und immer wieder Opfer zu bringen. Das eine Opfer, das Jesus Christus gebracht hat, das akzeptieren sie nicht. Aber sie opfern tagtäglich Jesus Christus wieder und wieder in der Messe. Und dieser Artikel, der jetzt folgt über die Messe, der zwar nur über kleine 2,5 Seiten geht, ist ein so wichtiger, dass ich jetzt nach fast einer Stunde in diesem Video da nicht mehr näher drauf eingehen möchte. Ich habe hier mal wieder ein traditionelles Video gemacht, weil ich das Buch ja selbst in Hand halte und lese. Ich habe darauf verzichtet, jetzt mir ein PDF von den schmalkaldischen Artikeln zu suchen. Aber die könnt ihr natürlich im Internet finden und ihr könnt das gerne runterladen und dann mit mir mitlesen, wenn ihr das möchtet. Ich bin jetzt auf Seite 21 von, wie gesagt, 58 Seiten. Es war mir schon klar, dass ich es nicht schaffe, auch so ein kleines Büchlein mal in einer Stunde durchzulesen. Ich schaffe das für mich selber, aber ich schaffe das ganz sicher nicht als eine Videoaufnahme. Ich hoffe, ihr habt ein wenig was gelernt, vor allen Dingen aus dem geschichtlichen Verständnis heraus, über das Wormser Edikt, den Reichstag zu Speyer und den Reichstag zu Augsburg, über das geplante Konzil der römisch-katholischen Kirche von Mantua, das dann schlussendlich das Konzil von Trient wurde. Und über dieses habe ich ja in meinen anderen Videos bereits zur Genüge gesprochen. Und wie gesagt, die ganzen Verfluchungen und Verdammungen der Protestanten, die auf diesem Konzil ausgesprochen wurden, sind heute in 2018 immer noch gültig.
Damit danke ich fürs Zuhören und Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Maranatha.